Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch eine Buchvorstellung für euch. Und zwar soll es heute um The Deadlist von Jennifer Armentrout gehen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Kleine Anmerkung vorweg, falls ihr im Hintergrund irgendwelche komischen Geräusche hört, wie Schütteln oder Lecken oder Quietschen oder Knurren oder Bellen, das ist Milo. Milo hat gerade beschlossen, nochmal so seine 5 Minuten zu bekommen und ja, ich lasse ihn jetzt einfach mal machen. Milo, warum leckst du den Teppich ab? Hör auf, den Teppich abzulecken. Dieser Hund hat manchmal sehr, sehr komische Anwandlungen. The Deadlist von Jennifer Armentrout habe ich netterweise auch wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich das Buch bekommen habe. Ich habe das Buch gleich gelesen, als es kam, denn immerhin ist es Jennifer Armentrout. Hallo, ich glaube, da muss ich nichts mehr zu sagen. Und ja, ich liebe Jennifer Armentrout und ich liebe auch diese Geschichte von ihr. Und ja, hier steht ja vorne drauf, Sexy Crime. Und das ist definitiv genau wieder die richtige Beschreibung für diese Geschichte, denn es ist ein Thriller gemischt mit so New Adult Elementen und ich mag diese Mischung einfach total. Das ist eine richtig coole Geschichte gewesen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen vom Verlauf und von den Handlungen und den ganzen Wendungen her und auch, ja, diese New Adult Elemente, dieses Prickelnde zwischen den beiden Charakteren, das hat mir auch wieder richtig gut gefallen. Aber ich würde sagen, wir starten wie immer mit dem Inhalt. In dieser Geschichte geht es um Ella und Ella wird am letzten Ferienabend quasi auf einer Party auf dem Weg zum Auto von einem maskierten Unbekannten angegriffen und sie schafft es aber, sich zu befreien und sich zu wehren und kann diesem maskierten Mann entkommen. Und von diesem Moment an verändert sich etwas in Ellas Leben, denn sie hat natürlich Angst und sie weiß nicht, was dieser Typ von ihr wollte. Dann ist noch eine weitere Mitschülerin verschwunden und keiner weiß, ob das jetzt irgendwie im Zusammenhang steht oder nicht. Und ja, es passieren immer mehr merkwürdige Dinge in Ella, ihrem Umfeld. Und so beschließt Ella, dass sie Selbstverteidigung lernen möchte. Denn sie möchte nicht nochmal quasi so hilflos sein wie bei diesem ersten Angriff, sondern sie möchte sich richtig wehren können. Und ja, das erzählt sie ihrer Vertrauenslehrerin quasi von der Schule. Und die organisiert für Ella quasi einen Selbstverteidigungslehrer. Und als Ella ihren Selbstverteidigungslehrer sieht, kann sie es nicht glauben, denn es ist kein geringerer als Jensen. Jensen und Ella haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ja, die beiden sind 17 bzw. 18 Jahre alt, aber die beiden sind zusammen aufgewachsen und waren früher Freunde. Dann ist etwas vorgefallen in ihrer Vergangenheit und die beiden haben sich quasi entzweit. Und ja, Ella kann nicht glauben, dass Jensen bereit ist, ihr Nachhilfeunterricht zu geben. Und was mit Ella und Jensen passiert und was ihre Vergangenheit damit zu tun hat und was mit diesem maskierten Typen zu tun hat und diesem verschwundenen Mädchen, was auch von ihrer Schule ist, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Und ich kann nur sagen, dass diese Geschichte sehr, sehr vielseitig ist. Also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Man hat hier verschiedene Dinge, die man als Leser herausfinden möchte. Man möchte herausfinden, was bei Ella und Jensen passiert ist. Man möchte diese andere Sache herausfinden, die bei den beiden in der Vergangenheit passiert ist. Es sind zwei verschiedene paar Sachen, die die beiden in ihrer Kindheit, sag ich mal, erlebt haben, die die beiden auch sehr geprägt haben. Und ja, diese zwei Sachen möchte man natürlich herausfinden als Leser. Dann möchte man natürlich wissen, was mit diesem verschwundenen Mädchen ist. Und dann möchte man natürlich wissen, was das für ein Typ ist, der sie da angegriffen hat. Und man möchte natürlich die Motive dafür kennen und verstehen. Und ich finde, Jennifer Armentrout führt einen super an diese Geschichte heran. Sie füttert einen immer wieder richtig gut an, sodass man halt auch dranbleibt beim Lesen und so denkt so, jetzt erfahre ich wieder so ein Bröckchen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also sie hat es für mich auf jeden Fall geschafft, die Spannung hier konstant zu halten. Und da war keine Wendung oder irgendwas in der Geschichte, wo ich sage, okay, das zieht sich jetzt dadurch extrem oder irgendwas. Also gar nicht. Also ich habe dieses Buch wirklich wieder in 2 Abenden gelesen und ja, es war einfach eine so tolle Geschichte mit überraschenden Wendungen und am Ende habe ich mir die ganze Zeit gedacht, das macht keinen Sinn, das macht keinen Sinn und 20 Seiten später, das macht Sinn, das macht Sinn, das war so für mich am Ende so, aus so, hä? Und dann so, ah, dann kam dieser Aha-Moment am Ende und ja, ich kann nur sagen, dass das Ende mich sehr, sehr überrascht hat und dass es anders war, als wie ich es erwartet hätte auf jeden Fall. Aber ich kann nur sagen, dass mir die Handlung und auch der Verlauf der Geschichte sehr, sehr gut gefallen haben. Was die Charaktere betrifft, hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand Ella als Protagonistin dieser Geschichte super. Man hat ihre Angst gespürt, aber man hat halt auch gespürt, dass sie sich nicht unterkriegen lassen möchte, trotz ihrer Ängste und dass sie halt etwas tun möchte, um halt nicht mehr einfach nur ein Opfer zu sein. Und ja, da war Jensen halt da. Und Jensen ist wieder so ein typischer Jennifer Armentrout-Kerl. Ich kann das nicht anders sagen. Die schreibt einfach so tolle Kerle, Jennifer Armentrout. Und die ähneln sich auch alle irgendwo ein bisschen, aber das mag ich. Und ja, Jensen ist auch wieder einer von diesen super tollen Kerlen, der natürlich auch extrem hot aussieht. Und
Auf Seite 40 musste ich lachen, weil Annika hat mir irgendwann mal erzählt, dass in jedem New Adult Buch und in jeder Liebesgeschichte, wo der Typ heiß aussieht und ein Sixpack hat, er auch dieses V hat, also wo die Hüftknochen quasi so leicht hervorstehen und wo der Hosenbund dann anfängt, dass das aussieht wie so ein V. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Auf jeden Fall hat Annika mir irgendwann mal das erzählt, dass das in jeder Liebes- bzw. Adult-Geschichte mindestens einmal drin vorkommen muss. Und jedes Mal, wenn ich jetzt diesen Satz lese, wartet mal, ich kann ihn ja mal kurz raussuchen. So, wartet. Mein Blick wurde magnetisch von den V-förmigen Vertiefungen an seiner Hüfte angezogen. Er wusste absolut, was er tat. Diese Sätze, die gibt es wirklich in jeder Liebes-New-Edit-Geschichte. Und immer wenn ich diese Sätze jetzt lese, muss ich immer an Annika denken und muss immer lachen. Und ich tue dann auch immer Annika ein Foto von diesem Satz schicken, einfach weil ich es so lustig finde. Und sie macht das jetzt auch immer mit mir und das ist so unser kleiner Running-Gag immer beim Lesen, wenn wir irgendwo einen Satz mit diesem V lesen. Und ja, das tut jetzt aber hier eigentlich gar nichts zur Geschichte bei. Ich habe auch irgendwie gerade den Faden verloren. Und Jensen ist einfach ein genauso toller Charakter, genauso wie Ella. Und ja, ich kann nur sagen, die beiden haben die Geschichte super getragen. Die waren mir ultra sympathisch, alle beiden. Ich konnte Ella komplett verstehen. Ich konnte auch verstehen, wo sie in der Vergangenheit, wo wir in der Vergangenheit das Ganze gelesen haben, was da alles so passiert ist und dieses ganze Drum und Dran. Ich konnte mich da super in sie hineinversetzen und habe mir so gedacht, ja, als 13-jähriges Mädchen wäre ich wahrscheinlich genauso gewesen. Und ja, also das hat für mich alles wieder super gepasst. Das war für mich komplett rund, aber ihr wisst ja, ich habe da bei Jennifer Armentrout eigentlich nie irgendwie Probleme, mich in die Charaktere hineinzuversetzen oder die Handlungsweisen nachzuvollziehen. Auf jeden Fall Ella und Jensen super. Was die Nebencharaktere betrifft, hat es mir auch super gut gefallen. Ich finde die Spannung, was die Charaktere hier betraf, wer ist jetzt der maskierte Unbekannte, wer hat die Mädchen entführt und wer steckt so da dahinter. Man stellt ja dann während der Geschichte so Vermutungen auf und man denkt sich so, war der's oder war der's oder der könnte es vielleicht doch der gewesen sein. Und ja, man wird da ziemlich in die Irre geleitet und ich finde, Jennifer Armentrout hat es geschafft, diese Nebencharaktere, wo man sich jetzt auch einfach nicht sicher war, ob die irgendwas damit zu tun haben oder halt auch nicht, die hat sie super dastehen lassen, dass man es halt auch wirklich nicht wusste und dass trotzdem im Nachgang man die Handlungsweisen dieser Charaktere gut nachvollziehen konnte. Und ja, also was die Charaktere betrifft, hatte ich überhaupt nichts zu meckern. Die Nebencharaktere wie die Freundinnen von Ella oder die Mutter von Ella oder ja, die Lehrer oder so, die haben mir überhaupt keine Probleme bereitet. Also was die Charaktere betrifft, bin ich super fein, hat alles für mich wieder gepasst. Ansonsten, was das Setting betrifft, spielt diese Geschichte in Martinsburg. Und wir kennen Martinsburg ja meiner Meinung nach schon aus der Wait for You-Reihe. Weil ich glaube nämlich, dass im sechsten Teil bei Fire in You die Geschichte auch in Martinsburg spielt. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte irgendwie, kam mir diese Stadt in Verbindung mit Jennifer Armentrout auf jeden Fall sehr bekannt vor. Und ja, auf jeden Fall spielt diese Geschichte dann in dieser kleinen Stadt und es ist eine sehr ruhige Stadt und die Stadt ist natürlich auch sehr in Aufbruch aufgrund der Ereignisse, die dort passiert sind. Und ich konnte mir diese Stadt super gut vorstellen, ich konnte mir diese Orte wieder gut vorstellen, ich konnte mir die Schule gut vorstellen und auch alles andere, was Jennifer Armentrout uns von dieser Stadt gezeigt hat. Also was das Setting betraf, hatte ich wieder keinerlei Probleme. Ich habe generell bei dieser Frau keine Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Und ich muss auch sagen, dass die Übersetzungen bisher immer für mich richtig gut gewesen sind. Ich hatte noch nie irgendwelche Schwierigkeiten mit der Übersetzung, dass mir irgendwas unklar war oder unverständlich oder so. Also, oder unverständlich oder so. Also, das hat für mich immer 100% gepasst und so auch bei The Deadless. Also, vom Setting her kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich zum Schreibstil sagen kann, ist einfach nur wieder, I love it, I love it. Ich glaube, ich brauche zu ihrer spannenden, actiongeladenen, sarkastischen Art und Weise, Geschichten zu erzählen, einfach nichts mehr sagen. Ich finde, Jennifer Armentrout hat einfach die perfekte Mischung immer noch für mich. Ich liebe diese Geschichten, die diese Frau schreibt. Sie schreibt so tolle Charaktere, sie schreibt so sarkastische, ironische Charaktere und es macht einfach so viel Spaß, diese ganzen Bücher zu lesen. Und ja, ich glaube, Menschen, die mit Ironie und Sarkasmus nicht viel anfangen können, werden echt Probleme bei manchen Geschichten haben von ihr, aber ich liebe es. Und ja, deswegen kann ich auch noch sagen, dass der Schreibstil mir wird Jennifer Armentrout genauso wie die Übersetzung des Buches hier wieder sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, ich habe, was das betrifft, nichts zu meckern und ich gucke hier immer mal wieder so nach unten, weil Baby... Kannst du, Baby? Er möchte nicht gestört werden. Du schiebst dein Bubu gerade gegen meine Kamera. Kannst du bitte darüber gehen? Dieser Hund drückt sein Spielzeug allen Ernstes gegen mein Stativ. Und irgendwann schiebt er mich weg.
Groß und Ganzen kann ich nur sagen, dass The Deadlist wieder ein richtig, richtig tolles Buch gewesen ist von meiner absoluten Queen. Und ja, ich liebe dieses Buch, ich liebe diese Geschichte. Ich, wie gesagt, finde die Charaktere großartig, ich fand die Geschichte großartig. Ihr wisst, ich bin nicht so der Thriller-Leser und deswegen kommen die Wendungen für mich wahrscheinlich auch sehr, sehr überraschend. Paddy hat es letztes Jahr bei The Deadlist gesagt, Leute, die sehr, sehr viele Thriller lesen, werden die Dinge wahrscheinlich eher erahnen können, wie jetzt Leute wie ich, die jetzt so nicht so den Plan davon haben. Aber ich fand das Buch super, aber Leute, wie gesagt, die halt mehr Thriller lesen und da mehr in diesem Genre drin stecken, für die könnte das Ganze natürlich offensichtlicher sein jetzt wie für mich. Aber ich liebe dieses Buch, ich liebe diese Geschichte, ich kann euch The Deadlist auch wirklich wieder nur empfehlen. Wenn ihr Jennifer Armentrout und ihren sarkastischen Schreibstil mögt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich liebe, liebe, liebe es und kann es euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Das war meine Buchvorstellung zu The Deadlist von Jennifer Armentrout und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!